Servus und habe die und Ehre. Ja, heute mal mit was ganz was anderem. Ich habe mir gedacht, der Shotgun Gerald ist relativ gut bei euch angekommen. Hab sowas noch nie gemacht, dürft's mir nicht hinogeln, aber hat passt meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss dir ein bisschen diese Lockdown-Scheiße halbwegs rumbringen. Und deswegen habe ich mir gesagt, spiel mir an Gerhard einfach einmal. Und macht euch keine Sorgen, denen, wo das jetzt überhaupt nicht interessiert, die Synchros und der ganze Blömbi, der kommt deswegen auch. Also macht euch da nicht an Harten. Aber für den Rest hätte ich gesagt, genießt es, lehnt euch zurück und vielleicht kann man euch ein bisschen unterhalten. Also ich schalte in die Live-Schaltung. Aber was vorher ganz wichtig ist, Gaming Booster. Du kannst losgehen. Ach, so, schmeckt aber. Gut, dann nehmen wir mal ein neues Spiel starten. Ich habe jetzt das Intro übersprungen, weil der labert eh noch irgendeinen Krampf. Was unwichtig ist. Wichtig ist, dass der Gerhard in die Arbeit kommt. Zwar ein bisschen spät, aber wenigstens ist er da. Ist ja Mono hinter frei. Wahrscheinlich und. Ja. Ich hab nicht einmal was dabei. Ich hab nicht einmal Face an Dro. Also. Was soll ich dabei haben? Gut. Muss ich noch viel was zur Steuerung sagen? Nein, das ist ganz normal hier. Ich kann laufen, ich kann hupfen. Ich kann mich ducken und das war's auch schon. Ja. Was hat der was zum Song? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Ah ja! Wo wir gestern aufgehört haben, fangen wir heute wieder an. Einwandfrei. Gut dann. Warten wir mal, bis der Kamerad mir es gerade aufmacht. Also, wenn er so gut war. Ja, hätte sich doch mal nicht schlecht. Oh. Was ich noch sagen kann, ich habe probiert, Ding zum Installieren, so ein Texturen-Mod, dass das ein bisschen besser ausschaut. Wegen dem HD und so Zeug. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber sehen wir dann schon. Gut, dann fangen wir mal an. Das erste Kapitel, sage ich jetzt einmal, heißt Anomale Materie. Ja. Und ja, das ist quasi unser Arbeitsplatz. Schauen wir mal, was der sagt. Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturz. Wie gesagt, Mono hinter frei, Systemabsturz. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Ja, da sagst du was. Es hat zwar auch Probleme gegeben, aber das ist, glaube ich, inzwischen wieder in Ordnung. Alles hier, oder? Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutzanzug hast. Also, wir müssen presto runterkommen. Die anderen, was haben die? Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Ja, so schaust du aus. Gut, was sagt er? Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Na. Ha, aber was witzig ist, geht's einmal an den Kasten hier und drückt's den Knopf. Was schauen Sie mal, was dann passiert. Gehen Sie da weg, Freeman. Ich erwarte eine wichtige Nachricht. Tja, gut. Dann schauen wir mal. Also, der hat gesagt, wir müssen unseren Anzug holen. Habt ihr noch irgendwas Spannendes? Was? Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Oi, der Vater. Habt ihr das auch gehört? Gut, du? Bitte. Sie mich in Ruhe, bis das Experiment. Naja, jeder ist so zynisch drauf heute. Was ist denn da los mit euch? Der macht's richtig. Geht erst einmal zum Getränkeautomat. Komm, was gescheit. Oh, ja. Oh, schön, Sie zu sehen. Ja, ja. Hat noch nicht keiner gesehen. Passt schon. Kennt einer das noch? Was tun Sie da? Tja, gut. Spaß beiseite. Wir müssen an die Arbeit. Genau, wir holen uns jetzt quasi unseren Anzug, Forschungsschutzkleidung, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Ja, also, jetzt seht ihr unten links die Lebensanzeige: 100% oder 100 Einheiten, was der Teufel. Und das rechts daneben, das ist nur mal so eine extra Batterie, aber dazu kommen wir später. Beziehungsweise kommen wir jetzt, weil hier steht unser Name drauf. Also nicht Gerhard, sondern Nachnummer. Freeman, Freimaurer. Keine Ahnung.
Normalerweise muss halt mal die Tür aufmachen können. Genau. Das da unten ist so eine Batterie für den Anzug. Da gehen wir jetzt einmal hier. Hoppala. So. Jetzt haben wir 15% Power. Das ist halt quasi nochmal so ein extra Schild. Also. Ui. Wie im echten Leben, hä? Wahnsinn. Nur am Scheißenhocker. Gut. Also, wir müssen jetzt das Experiment machen und das, was so unglaublich wichtig ist. Dazu gehen wir eine Etage tiefer. Und wer der Typ da drin ist, der wird noch später wichtig. Gut. Die sind unwichtig. Wir müssen zum Sektor B anscheinend. Hä? Was willst du von mir? Hat das nicht Zeit bis später? Okay, und ich merke gerade, dass ich in falsche Richtung gelaufen bin. Ist auch gut. Kann man mal machen. Wir müssen natürlich eins weiter runter. Mit dem Aufzug. Das muss halt der Kamerad dann da vorne sein. Habe die Ehre! Scheint ja heute heiß herzugehen. Ja, das ist sehr schlau zu sagen. Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Gut, für die. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Zu den Hanswursten. Mal auf das Gerät. Gut, Aufzug ist da, aber wir sind natürlich der Gerhard, also. Der Gerhard geht nicht mit dem Aufzug noch. Mal schauen, wir ein bisschen bescheißen da. Hallo, Freeman. Schön, Sie zu sehen. Grüß dich. Wo muss ich hin? Da durch. Keiner sagt natürlich was. Der anscheinend kennt er sich aus. Hallo. Tut mir leid, ich bin im Dienst gerade. Jeder ist im Dienst, jeder. Oh mein, oh mein. Okay. Kontrollraum, das schaut gut aus. Was habt ihr zum Song? Ah ja, Freeman, da sind Sie ja. Wir haben die Probe gerade in den Testraum geschickt. Ja gut. Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Oh. Wahrscheinlich hatten Sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Na gut, keiner kennt sich aus, aber das Ding auf 105% aufschrauben. Ihr seid's gut. Ja, wenn ihr so frei wart's, kannst du mir bitte durchlassen? Charlie, hopp! Machen Sie sich denn überhaupt keine Fragen wegen des exponentiellen Aufgabenszenarios, über das wir gesprochen haben? Bitte macht's mir mal die Tür auf, ich will ein Dings weiter. War gut. Hast du das? Gut. Hat er deine Sehschlitze erkannt? Ui! Ah Gott! Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Was ist mit unseren Geräten los? Tja, das weiß ich auch nicht. Panzertape drüber und dann halt es wieder. Einwandfrei. Gut. Fahren wir nur ins Tiefe. Gut. Jetzt haben wir Testlabor. Das schaut gut aus. Du noch irgendwas? Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich auch nicht. Jeder ist immer so hudelig drauf. Das stört auch meine ganze innerliche Ruhe. Nee, der war wie anders. Ja, ist okay, in Ordnung. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozedur der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem unwahrscheinlich ist. Hoffentlich passiert das nicht. Hoffentlich. Ist das alles in Ordnung, aber das sind natürlich gute Voraussetzungen, wenn man sagt, schlimmes Material noch nie gemacht und vorher hat es einen Computer oben verlangt. Denk einmal, das sind gute Voraussetzungen. Kann man schon mal machen. Wenn der Vorstand ein oder zwei Augen zudruckt, denke ich mal, ist das nicht so schlimm. Gut. Das ist eine große Maschine, die braucht viel Strom, brauchen wir nicht drüber reden. Aber. Die ist jetzt erst einmal wichtig. Und, ja gut. Scheint alles in Ordnung zu sein. Ich lauf da mal nicht rein. Wir müssen... Erst einmal das Treppler hoch. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, da raufzuklettern und die Rotoren anzuwerfen... Jawohl, mach ich. ...wir den Antimateriespektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Das machen wir. Also, wir müssen einen Knopfdrucker, das dreht sich und irgendwas hat 80%. So weit, so gut. Feierlich. Also,
Schauen wir mal. Was passiert? Es dreht sich und wir haben jetzt erst einmal ein bisschen Pause. Wir müssen warten, bis die Probe, also quasi der Stor, bereit ist. Ich frag mich nicht. Jetzt machen wir weiter. Gut. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Ja, also das schaut schon mal von der Weiden ganz gut aus. Es kann sich nur noch um Minuten handeln, denke ich mal. Also, was jetzt auch nicht so genau. Also sie aktivieren einfach irgendwas. Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann. Aha. Oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können. Ich schicke mich. Wenn Sie einen Klump macht, schicke ich mich. Hochkondensatoren bei 105%. Also wir sind schon über 100%, falls das keiner verstanden hat. Ich habe da eine kleine Abweichung in, schauen wir mal, ob das gut geht. Ah ja, wie man sieht, sieht man nichts, aber die Lichter blinken, das heißt, jetzt kommt das Gerät, das ist quasi der Stor. Wo sie den her haben, frag mich nicht, aber sie haben ihn. Und unsere Aufgabe ist jetzt, dass wir das Ding da reinschieben müssen. Was passiert? Schauen wir mal. Seid ihr jetzt so? Ich schieb den Schicht in den Schacht. Alles klar. Dann schauen wir mal rein. Schauen wir, was passiert. Und? Das hört sich gut an. Oh. Ja gut. Das war ja jetzt auch blöd gewesen, wenn das alles funktioniert hätte. Jawohl. Backsteiner hat es auch schon vor der Decken ruhig. Scheiße. Und da sehen wir schon die ersten Kameraden. Die wo von irgendwo rauflegen. Und jetzt ist dunkel. Ja, was haben wir jetzt genau gemacht? Wir haben mit unserem coolen Stor quasi in unserer Dimension ein Portal reingerissen. Mit dem Stor. Da haben sie die Energie irgendwie erhöht. In der Materie, was weiß ich. Wir sind jetzt übrigens auf einem anderen Planeten, falls das. Also, das ist nicht der Stachus. Jetzt sind halt quasi in unserer Welt überall Portalrisse. Ich weiß nicht genau, wie man dazu sagen kann. Aber es ist alles voller unvorhergesehener Konsequenzen. Ja. Die Songs. Ja. Da habe ich jetzt keinen Tipp mehr dafür kriegen. Also. Wir gehen mal Richtung Ausgang. Das schaut auch nicht gut aus. Das schaut aus, als ob es Wetter hätte. Gut, kann man da durch? Ich glaube schon. Mach jetzt auf. Uiuiui. Gut. Kollege, wie schaut's aus? Der wird's nicht mehr lang machen. Und ich glaube, es bringt ja nichts, wenn du dir die ganze Zeit den Bauch reindrückst. Aber egal. Jetzt müssen wir nur aufpassen, es kann durchaus sein, dass er mal links und rechts der Scheiß um die Ohren fliegt. Sollten wir am besten meiden. Also, was machen wir? Wir gehen ja wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Am besten, wenn ich der Gerhard war, ich da gleich heimgehen, weil. Scheiß Arbeitstag. Was mit euch zwei? Warum haben Sie bloß nicht gehört? Wir haben versucht, sie zu warnen. Ja, nachher ist man immer schlauer, gell? Gut, was haben wir denn da? Da werden schon die ersten Viecherlehe geboren, aber die interessieren uns erstmal noch nicht. Wir schauen jetzt einmal, dass wir wieder zurückkommen und das wieder einigermaßen hinbiegen. Das weiß ich natürlich nicht. Er sagt, dass wir da nicht durchkommen. Kannst du bitte... Ah ja. Also, muss schnell unser Skater aufmachen mit seinen Klubschis und dann können wir wieder durch. Aber
Sollten wir einfach so durchlaufen? Ich glaube, das war eine schlechte Idee. Ui! Da ist ein Blitz rausgekommen. Das soll natürlich nicht so sein. Deswegen gehen wir da mal ganz geduckt durch. So. Das ist übrigens unser allererster Gegner. Am besten den gar nicht beobachten, weil ihr habt eh nichts. Ihr könnt's weder auf einen drauf haben noch irgendwas. Also probiert es erst gar nicht. Ah ja, und übrigens Laser den auch weh, wenn es treffe. So wie ihn. Der liegt jetzt relativ ungünstig, deswegen hat es jetzt ein erst einmal halbiert. Sauber Schnitt hätte ich gesagt. Gut. Da liegt was am Boden. Das wird die nächste Zeit unser Wegbegleiter. Gute alte Brechstange. Damit können wir erst einmal von A nach B. Was heißt, wir hauen jede Scheibe kaputt und jede Scheibe kaputt, damit wir durchkommen. Genau. Jetzt hab ich kurz. Jo. Ui! Ja, der erste Zombie. Den haben wir mal mit unserem Brechstangerl. Und was willst du jetzt von mir und wieso schälst du mir auf den Bölz? Das ist schon mal kacke, was du machst. Die Viecher. Jetzt schälst du schon wieder auf mich. Macht's am besten so kaputt. Hilfe, Schlong, weglaufen. Also, die sind normalerweise nicht so schlimm. Da kommen dann noch andere. Die nerven ein bisschen mehr, aber wie gesagt, das ist erst einmal noch nicht so wichtig. Und der ist tot. Gut. Haben wir jetzt den? Genau, also durch die Taste, warte mal, E, kann man die Typen quasi mitnehmen. Beziehungsweise kann man sagen, bleib stehen und dann bleibt er stehen. Aber wir nehmen jetzt einfach mal mit und schauen, was er so drauf hat. Der kann jetzt zum Beispiel, genau, die Drecksarbeit erledigen. Wo ich mich ein bisschen zurücklegen kann. Und, ja. Genau. Also. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Wie du sagst. Dann gehen wir mal weiter. Und wir müssen jetzt auch hier, wo vorher der. Ne, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Halt, da habe ich jetzt ihren Blödsinn gebaut. Wir müssen zwar schon da durch, aber der Weg ist im Arsch. Deswegen gehen wir andersrum, wenn ihr durch findet. Genau. Ja, von da sind wir übrigens reingekommen von da vorne. Und wieso schäst jetzt du da alles zusammen? Da müssen wir jetzt nämlich aufpassen, weil da sind schon die ersten Viecherli drin. Und die ersten Schränke. Die, wo umfallen. Und die kennen uns alle ans Leder. Schauen wir mal, ob wir den ersten erwischen. Genau. Also, die sind jetzt nur noch ein bisschen harmlos. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann geht das schon. Okay, dann schauen wir weiter. So schaut es übrigens aus. Also, wie man es nicht machen sollte. Oder wie man es machen sollte. Doch nicht. Idiot. Hallo? Ja, da ist schon wieder so einer. Mei, komm, spring. Saukopf. Schlacht mal gleich. Was haben wir da drin? Ja. Freyers hat mir gesagt, geh nicht zu nah hin, da kriegst du viel Ärger an. Oder es passiert sowas. Da hat jetzt gerade einer. Ui, der schaut nicht mehr so gut aus. Sollen wir dir was helfen? Ja. Egal. Aber da liegt jetzt was Cooles am Boden, nämlich. Bestohlen. Aber ich tue mein Brecheiserl bevorzugen. Also, Leute, das waren jetzt so die ersten paar Minuten vom Shotgun Gerhard. Je nachdem, das wird jetzt noch actionreicher, spannender. Ich will noch ein bisschen warten, also kommt schon noch. Wenn es euch soweit bisher irgendwie taugt hat, dann lasst es mir wissen. Ihr wisst ja,
den ganzen Krampf. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch und Servus.